da sind wir wieder zurück bei Minimetro, immer noch auf unserer Melbourne-Karte. Wir haben einige Straßenbahnen hier jetzt im Einsatz, haben einige etwas komische Linien. Ne? Die Form ist dann doch ein bisschen kaputt gegangen zum Teil. Aber ich denke mal, dass wir jetzt ne, am Sonntag, der bald folgt, schätzungsweise auch wieder eine neue Linie dazu bekommen werden. Jedenfalls hoffe ich doch schwer darauf. Und dann kann man hier an dem Grundriss noch ein bisschen was arbeiten. Ja, bislang ist das Spiel relativ unspektakulär verlaufen. Es gab jetzt nicht große Probleme. Und daran sieht man, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen geübter, denn in meinem Berlin-Spiel, wenn ihr euch erinnert, da waren wir noch lange nicht auf diese Zahl hier gekommen und hatten da sogar schon mehr Linien zur Verfügung. Ja, hier. Hier warten sie jetzt, hier warten sie jetzt. Ja, aber kommt auch ein Zug, der da allerdings direkt durchfahren wird. Ja, das hatte ich befürchtet. Gut, dann kriegen wir hoffentlich auch eine neue Eisenbahn hier. Sonntag. Okay, da haben wir eine neue Straßenbahn bekommen und wir bekommen keine neue Linie. Hervorragend. Wem habe ich das zu verdanken im Stadtrat? Ja, der Verkehrsrat hat mir offenbar jetzt keine neue Linie zusichern wollen. Ich würde sagen, im Moment ist es wichtiger, mehr Fahrgäste befördern zu können. Gucke mal gerade, hier kann keiner einsteigen. Ich werde diese... Ne, Moment, das ist der Waggon. Ich werde diese Straßenbahn mal gerade hier einfahren lassen. Damit diese Leute überhaupt abgeholt werden können. Ja, sie steigen ein. Sehr nett von euch. Ja, so viel dazu, dass in den Außenbezirken weniger Leute warten und einsteigen. Das hatte ich letztes Mal gesagt. Es könnte sich als Irrtum erweisen. Jetzt mit diesem neuen Bahnhof werden die Schwierigkeiten nicht geringer. Denn... eigentlich wäre eine neue Linie schon etwas länger mal vonnöten. Die dunkelgrüne belaste ich gerade sehr stark damit, dass ich sie so in die Länge ziehe. Deswegen mache ich sie dann doch hier mal wieder ein bisschen kürzer. Und auch die könnte ich im Prinzip im Kreis führen lassen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig gebaut vom Spiel. Also jetzt meinetwegen die quadratischen Passagiere. Ich sag einfach mal, dass die Passagiere selbst quadratisch sind. Die könnten hier natürlich einsteigen, wenn eine Lok in diese Richtung fährt, weil es hier dann einen quadratischen Bahnhof gibt. Aber schätzungsweise, weil dieser hier näher ist, ja, also nur zwei Bahnhöfe entfernt, wollen sie wahrscheinlich eher in diese Richtung. Das ist dann natürlich so eine Spielmechanik, die man dann erstmal kennen muss, weil jetzt stehe ich hier einigermaßen kurz vorm Kollaps und muss jetzt damit planen, dass die Passagiere... Oh, hoppla. Nein, 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 ich wollte hier nichts... Nein! Ich wollte hier nichts versetzen. Ich wollte die Lok gerne nehmen. Ja, die steht bloß gerade leider im Bahnhof. Na gut. Na komm. Ja, ja. Nein. Ich glaube, ich habe hier gerade alles kaputt gemacht, Leute. So, jetzt haben wir es wieder. Kann ich irgendwo gerade eine Lok entführen, die mir hier unten weiterhelfen könnte? Auf der orangen Linie, diese hier vielleicht. Ja. Also ich hoffe, die kann ein paar Leute jetzt mitnehmen. Sonst gibt es hier auch noch diesen hellgrünen Zug, der hoffentlich ein paar mitnimmt. Ah. Achso, nein. Hat, glaube ich, alles kaputt gemacht. Ich fürchte, mir geht die Zeit aus, um da noch was dran ändern zu können. Ja. Okay, damit ist diese Map leider verloren. Und ich habe keine 900 geschafft. Schade, hatte ich so großkotzig angekündigt. 886 Fahrgäste innerhalb von 46 Tagen befördert. Ja, im Prinzip ganz, ganz nett. Jedenfalls deutlich mehr als in meiner ersten Spielrunde.
Boah, und da wir hier jetzt wieder gelandet sind, kann ich. Moment, ich schau mal gerade, was für Städte es überhaupt hier noch gibt. Kairo, Shanghai, Auckland. Auckland, wie geil. Ich würde jetzt einfach mal mit Hongkong weitermachen für den Rest dieser Folge und dann mal schauen, wie es mit diesem Spiel hier so insgesamt weitergeht. Ja, wie wir sehen, brauchen wir jetzt eigentlich wahrscheinlich relativ viele Tunnel oder Brücken, was auch immer es hier in dieser Map gibt, ob das jetzt Straßenbahnen sind oder U-Bahnen. Ja, das ist ja noch relativ leicht machbar. Die Bahnhöfe, die schießen ja aber auch echt wie die Pilze aus dem Boden, wa? Also, ja, die kommen doch in relativ rascher Folge. Man könnte hier mal die beiden miteinander verbinden. Vielleicht noch einen dreieckigen mitnehmen. Dann haben wir alle Formen, die es bislang gibt, auf der roten Linie auch vertreten. Auf der Insel. Willst du mich verarschen? Ja, okay, gut. Dann werde ich hier schätzungsweise mal. Nee, nicht zum Kreis. Das ist eine schlechte Idee. Werde ich mal zum Dreieck und von dort aus zum Quadrat weiterführen. Zwei neue Loks habe ich bekommen. Brauche ich jetzt schon wieder eine neue Linie? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde es erstmal mit einem Waggon versuchen. Eine Lok werde ich in jedem Fall auf die Ringlinie hier setzen. Und du fährst bitte so rum. Und du kriegst auch direkt einen Waggon angehängt. Und die zweite Lok, mit der warte ich noch mal gerade. Okay, das ist doch ein Fall für die blaue Linie. Das hier wird so eine Art Zentralbahnhof, habe ich das Gefühl. Ah, bislang läuft's. Bislang noch einigermaßen entspannt alles. Aber die Bahnhöfe poppen hier echt im Eiltempo auf. Ah, wahrscheinlich. Ah, es könnte sein, dass ich deswegen in Melbourne einigermaßen gut abgeschnitten habe. Auch weil die Map vielleicht ein bisschen leichter ist. So, da war jetzt ein kleiner Sprung drin, weil ich was mit der Aufnahme checken musste, aber es hat alles funktioniert. Insofern geht es jetzt einfach hier an der Stelle weiter. Ich bekomme zwei neue Loks, die ich auch bitter nötig habe, und eine neue Bahnlinie oder einen neuen Waggon. Ich hätte eigentlich auch ganz gerne neue Tunnel. Ich glaube, ich entscheide mich für eine neue Bahnlinie, weil hier ja ständig neue Bahnhöfe kommen. Wie zum Beispiel dieser hier, der mich doch extrem stört. Ich muss, um diesen hier anzubinden, einen Tunnel abreißen. Das wird am besten dieser hier sein. Dann habe ich nämlich, ja genau, dann kann ich diese Linie hier auch gleich anbinden. Ach ja, ich habe hier eine neue Linie. Brauche ich nicht. Brauche ich sie wirklich nicht, ist die Frage. Haha. Ja, das hier ist ein bisschen komisch. So, anderes Problem. Ich habe hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6 kreisförmige Bahnhöfe. Ach so, ich muss mir gerade das Lachen wie Grafzahl verkneifen. Also 6 kreisförmige Bahnhöfe und die können für mich hinterher richtig zum Problem werden, wenn hier nicht noch irgendwie eine andere Form dazwischen kommt. Weil die Bahnen sonst einfach stur durchfahren, weil es keine kreisförmigen Passagiere mehr gibt. Ja, also hier gibt es so einige Baustellen. Ich fühle mich gerade echt ein bisschen unwohl mit dieser Map, muss ich sagen. Was vor allem damit zu tun hat, wie hier die Bahnhöfe angeordnet sind.
Ja, dann wollen wir noch mal gucken, wie ich den hier unten da noch ans Netz kriege. Letzten Endes wahrscheinlich am besten doch erstmal so. Und ja, eine weitere Linie könnte ich mir jetzt noch gönnen. Das ist alles Mist, alles Mist. Okay, mein Optimismus, was diese Map betrifft, ist also sprunghaft gesunken, was auch wirklich darin liegt, dass hier ein kreisförmiger Bahnhof nach dem anderen zu sehen ist. Habe ich noch Waggons oder so? Nö, ich habe gar nichts. Das sage ich euch, ich glaube, bei dieser Map werde ich deutlich unter 900 bleiben. Vielleicht sogar deutlich unter den 600, die wir hier schon hatten zum Teil. Ich meine, hier hinten ist ein Bahnhof, den ich noch gar nicht bemerkt hatte. Das war jetzt gar nicht mal so geschickt. Ach komm, hier gelb kann da auch noch hinfahren. Zwei neue Loks. Ja, und neue Tunnel werde ich wirklich brauchen. Und anhalten werde ich gerade brauchen. Die rote Linie ist echt hier so ein bisschen zum Monstrum geworden. Die grüne gefällt mir im Prinzip immer noch ganz gut, abgesehen davon, dass ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 kreisförmige Bahnhöfe hintereinander da drauf habe. Unter Umständen nicht so verkehrt, wenn ich hier noch die grüne, das Dreieck meine ich, mit der grünen belege. Dann wird das ein bisschen durchbrochen, aber ich habe hier sonst keine andere Möglichkeit, diese fünf Bahnhöfe hintereinander irgendwie auseinanderzubrechen. Das ist nicht gut möglich. Also selbst wenn ich die Linienführung komplett ändere, werden die wahrscheinlich immer hintereinander bleiben. Man könnte meinen, das Spiel legt es darauf an, dass ich verliere. Komisch. Apropos verlieren, ich habe keine. Doch, ich habe noch einen Tunnel für Stern. Ach so, ja, ich bräuchte aber zwei Tunnel. Boah, wie lästig. Okay, Pause, meine Herren. Ja, jetzt werde ich hier an dieser Stelle mal einen Cut machen, eben auch einen Episoden-Cut und vielleicht off-camera hier ein bisschen weitermachen, bevor ich euch dann wieder dazu hole in der nächsten Episode Mini-Metro in, wo sind wir überhaupt? Osaka oder halt da irgendwie so eine Stadt. Da sind wir. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!